Oh. Elende Brut von Deathwing. Ich hätte wissen müssen, dass ihr abscheulichen Bestien Zuflucht in den Flammen der Erde suchen würdet. Okay, gehen wir erst nach unten. Das sieht doch nach Sackgasse aus. Anudora. Oh, hier ist auch ein Brunnen. Hallo, für die Bäume. Mit Vergnügen. Für Kalimdor. Werden wir erobert? Spuren legen. Has sleep dulled my senses? So. Wie könnt ihr es wagen? Na gut, wir haben eine Mana-Rolle gekriegt. Wir können hier Mana regenerieren. Jetzt müssen wir ganz schnell, um hier einmal uns zu heilen, weil Nana wird sowieso regeneriert. Dann haben wir das einmal erledigt. Mana-Rolle gibt es hier noch. Brauchen wir jetzt aber nicht so unbedingt. Gut. Das auch bewegen. Für Kalimdor. Was könnt ihr eigentlich Mana-mäßig, ja, das macht ihr automatisch. Gibt es Ärger? Das macht ihr alles automatisch, okay. Da brauche ich mich darum ja glücklicherweise nicht zu kümmern. Dieses Land und ich sind eins. Anudora. So. Ashterodalador. Können wir einen anlocken, ohne den Haupttypen anzulocken? Zum Angriff! Für Kalimdor. It shall be done. Offensichtlich leider nicht. Jammerlappen. Zum Angriff! Jammerlappen. Werden wir erobert? Für die Bäume. Spuren legen. Der Splash Damage, ich glaube nicht. Zum Angriff! Macht er nicht. Die waren auch viel einfacher, als sie aussahen. Ich werde mich gleich ärgern, das gesagt zu haben, das weiß ich. Ist jetzt ziemlich gejinxt. Ich mach mit. Spuren legen. So. In E14. Has sleep dulled my senses. Und dann schauen wir mal hier weiter. Für Kalimdor. Rechts ist nichts. Was denkt man sich eigentlich als Map-Entwickler, wenn man hier so eine Kante reinmacht und da nichts drin ist? Für Kalimdor. Dieses Land sagt man sich, haha, da werden sicherlich 80% aller Spieler nachgucken und sich ärgern, dass da nichts ist. Ah, die Krallendroiden sind bereits erwacht. Kommt, meine Brüder, es gibt viel zu tun. Was zum... Sie haben sich ganz ihren tierischen Instinkten ergeben. Sie sind hirnlos und heimtückisch. Name des Raben. Der Ruf des Horns könnte wirksam sein, aber in diesem Teil der Höhle würde er nur einige wenige erreichen. Erleuchtet mich. Ich bin bereit. Okay. Erledigt. Furion Story zum Kreis der Macht. Alle Krallen-Druiden müssen überleben. Furion muss überleben. Das heißt, wir müssen also an denen vorbeilaufen? Oder was? E515. Wunderwurzel und Wirbelstürme nutzen einen Angriff der wilden Bären zu vermeiden. Wunderwurzeln. Wurzeln schießen aus dem Boden aus und verletzen eine Feinde, entwaffnen sie und machen sie unbeweglich. Also ihr würdet mich angreifen, sehe ich das richtig? Für Kalimdor. Anudora. Greift ihr mich an? Ja. Für meine Brüder. Damit können wir dich wegwirbeln. Für meine Brüder. Und weiterlaufen. Das ist so, euch dürfen wir töten. Meine Güte, warum ist die Musik auf einmal so laut? Was ist denn jetzt hier los? What the fuck? Die war doch nie so laut. Das ändert sich auch wirklich. Warum? Hallo? Sie ist auf Maximum einfach. Okay, wir machen mal kurz die Musik aus für diese Mission. Offensichtlich packt er was rum. Anudora. Ashterodalador. Es hat angefangen. What threatens these days? Anudora. Has sleep dulled my senses.
Macht er mich jetzt an oder nicht? Macht sich dich erstmal nicht. Frage ist, ist hier noch was Geiles versteckt? Dieses Land und ich sind eins. Für Kalimdor. Für meine Brüder. Es hat angefangen. Für meine Brüder. Hier nicht. Es hat angefangen. Das ist Tatsache. Keiner wird etwas merken. Für meine Brüder. Da ist noch was. Noch keiner noch. Wird wow. etwas merken. Für meine Jetzt Brüder. Ein bisschen was Schöneres gehabt. Das ist Tatsache. Für meine Brüder. Da oben ginge es weiter. Hier ist noch das so ein ist Typ. Tatsache. Und da unten ist noch mal so eine. Da es muss hat ich aber angefangen. Hin. Für meine Brüder. Keiner wird etwas merken. Für meine Brüder. Keiner wird etwas merken. Für meine Brüder. Werden wir erobert? Dieses Land hoffentlich nicht. Sind eins. Ist wieder ein Mana-Wohnen. Lohnt es sich, auf diesen Mana-Wohnen zu gehen? Anudora. Dann könnte man machen, ne? Machen wir mal erstmal. Oh, wir haben keine Fähigkeit mehr hier, um das zu machen. Das ist Zauberstab des Windes. Okay, also doch wenigstens noch mal etwas anderes. Ist der Zauberstab des Windes etwas, was wir brauchen? Wir schmeißen mal den hier weg, plus 3. Wenn wir plus 6 haben, ich weiß, das ersetzt das nicht. Wenn möglich, nee, dann behalten wir lieber unser Hauptding. Okay. Kurz noch mal einmal in den Regen stellen. So, hier bekommen wir Mana zurück. Das ist sehr, sehr gut, da wir sonst... oh. Ich bin bereit. Da wir sonst eh nicht schaffen, ständig unseren Zauberspruch dazu casten. Anudora. Um an diesen Viechern vorbeizukommen ohne... Oh, ich habe es unter 1,16 gespeichert. Naja, wir sind jetzt schon bei 17. So. Was ist der Ruf der Natur? Warum bist du nicht mehr auf 1? Erleuchtet mich. Is amiss. Anudora. What threatens these lands? So. Ashterodanador. Warte mal kurz, bis der hier losgerannt ist, dann müssen wir wieder keinen Zauberspruch verschwenden. Anudora. Für Kalimdor. Oh. Okay, der steht offensichtlich zu weit weg. Die scheinen ziemlich dumm zu sein, diese Krallenruinen. Gut, dass wir sie auf unsere Seite ziehen wollen. Sind eins. Naja gut, das können wir jetzt mal eben überspeichern. Aber müssen wir nicht mal diesen Weg rennen. So. Für meine Brüder. Kurz einmal den Spruchkasten hier. Zack. Es hat angefangen. Das ist Tatsache. Keiner ist ja nichts. Mehr. Warum sind hier immer so komische Ecken, wo nichts drin ist? Oh. Das finde ich jetzt schade. Keiner wird etwas merken. So, wir müssen die tatsächlich mal. Das ist Tatsache. Hallo? So, du gehst jetzt vor, wächst den. Meinen Speer. Ich mach mit. Mit Vergnügen. Hallo. Ich mach mit. Spuren legen. Ich mach mit. Spuren legen. Für die Bäume. Für meine Brüder. Für Kalimdor. So, und den können wir dann ignorieren, hoffentlich. It shall be done. Anudora. Der kann ja weiter schlafen. It shall be done. Ashterodanador. Anudora. So, sehr gut. Zum Angriff. Torfala Nordora. Jammerlappen. Spinni. Wie könnt ihr es wagen? Ja, das ist so eine Unterteilungsspinni. Unterteilungsspinnis sind nicht schön. Anudora. Ah, ihr macht das schon. Da brauche ich jetzt auch nicht groß Maikon, weil das sonst, glaube ich, nicht viel bringt, sondern eher wieder was verschlimmert. Komm, wir machen nochmal das hier, weil wir wieder komplett volles Mana haben. Gibt es keinen Grund, mal nicht diesen Regen zu machen. Wie immer ist bitte dieser Regencast. Aber gut, ist natürlich nur eine Kampagnenmission, deshalb ist das ziemlich egal. Finde ich aber schön. So, dich können wir töten. Huiuiui, was hast du denn da geschossen? Ja, nicht so gut aus. Hier, lass das mal lieber. Da sind ganz viele von diesen Viechern. Da oben ist nochmal so ein Wächtertyp. Es wäre gut, wenn wir den hier oben einsperren würden. Sonst kommt er hier gleich mit dem Fight wieder dazu. Das ist ein bisschen nervig dann. Deshalb gehst du jetzt dahin. Wir werfen mal eben das hier auf dich.
So. Und für dann attackieren wir die Schlammviecher. Zum Angriff. Das ist dich. Dann dich. Schalten wir erst die Kleinen aus. Dann dich. Dann dich. Hallo, ich mach mit. Dieses Land und ich sind dann dich. Zum Angriff. So. Dann können wir uns durch dieses Tor bewegen. Für Kalimdor. Wo hoffentlich kein böses Monster auf uns wartet. Sondern nur eine Cutscene. Ashterodalador. Hauptquest erledigt. Oh, unentdeckter Quest fehlgeschlagen. Hä. Shando Stormreach. Ich weiß nicht, was über uns gekommen ist. Wir wissen schon so lange nicht mehr, wer wir waren. Alles ist gut, Teroshan. Ich brauche euch und eure mächtigen Brüder wieder einmal. Nach vielen Äonen ist die brennende Legion zurückgekehrt. Und nur mit vereinten Kräften können wir sie zurückschlagen. Dann stehen wir Krallendruiden euch zur Verfügung, Shando Stormreach. Es gibt kein Zurück mehr. Gebe die Göttin, dass Furion sich geirrt hat. Euer Anliegen ist töricht. Selbst eure Göttin hat den verflucht, den ihr befreien wollt. Okay, neue Quest. Können wir unsere Nebenquest noch erfüllen? Nee, fehlgeschlagen. Ashrasoraman. Jetzt können wir uns leider nicht mehr heilen, wenn wir mit diesem Teil spielen. Bisschen schade. Ich folge der Stimme von Elun. Im Namen von Cenarius. Ashrasoraman. Da ist nichts drin. Ich folge der Stimme von Elun. Okay. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. Jetzt erstmal nach unten. So sei es. Anudora. Unverzüglich. Ignorieren Sichlor. Wie die Göttin wünscht. Mal ein Tor aufmachen. So wir gehen das jetzt. Wir suchen das systematisch ab. Gehen von unten nach oben. So sei es. F10. Oh. So langsam schleichen sich hier ein paar Fehler ein beim Speichersystem. Ashrasoraman. Enduliresat. Im Namen von Cenarius. Jemand bedroht die Wildnis. So, hier ist schon mal die Bibliothek. Unverzüglich. Können wir irgendwas anfangen? Hier sind doch Kisten. Elun. Sind die auch zerstörbar? Wie nein. Die Göttin wünscht. Also waren wir hier schon mal völlig umsonst. Ah ne, hier ist ja noch ein Zimmer. Hab ich fast nicht gesehen. Elun. Hier ist unsere Belohnung doch bestimmt drin, oder? So, sei so sieht's es. Aus. Die Göttin ruft. Hallo. Wie die Göttin ihr müsst hier rein. Bei Elun. Proviant des Wissens. So sei es. So, hat sich schon mal gelohnt. Wobei, wenn wir den bekommen, dann heißt das nicht. Ich dachte gerade schon, dass hier sie gleich sterben würde, vielleicht. Bei Elun. Aber wenn wir jetzt noch Sachen bekommen, so um sie zu buffen, wäre das ziemlich schwachsinnig. Überschreiben das mal, so viel haben wir nicht gemacht. Unverzüglich. Bei Elun. So. So sei es. Und wir bewegen uns hier weiter über die linke Flanke. Bei Elun. Erstmal schalten wir euch aus. Für Kalimdor. Ich komme hier echt vor wie bei Diablo, bei den ganzen Gegnern hier. Und auch in diesem Dungeon-System. Es hat echt was von Diablo. Von den guten Diablos und nicht von Diablo Immortal. Und direkt mal hier wieder den Finger in die Wunde legen. Der gesamten Diablo-Fanbase. Wie die Göttin wünscht. So sei es. So. Wie die Göttin wünscht. Hier ist ein Bogenschützen-Gedöns. So sei es. Können wir hier drauf schießen? Unverzüglich. Wie die Göttin gut, dann hat sich das hier also auch erledigt. Unverzüglich. Hier geht's aber auch nochmal weiter wie nach links. Die Göttin wünscht. So sei es. Unverzüglich.
Gefangene, so die gehören dann zu uns, oder was? Hoho. Das ist doch schön. Hat sich schon gelohnt, dass wir hier gesucht haben. So, 71 Fut heißt, die anderen sind schon unterdrückt, ne? Die anderen Helden. Beide Kreise der Macht aktivieren, um dieses Tor zu eröffnen. So sei es. Ja, dann aktivieren wir nochmal das erste. So sei es. Auf euer Zeichen. Hallo. Ich folge der Stimme von Elun. Unverzüglich. Aktivier. So sei es. Ist jetzt aktiviert? Ja, das andere sieht so aus, als wäre es nicht aktiviert. Bei Elun. So sei es. So, das heißt, jetzt müssen wir wahrscheinlich genau das gleiche auf der anderen Seite machen und dann können wir durch die Mitte durch. Okay, also mussten wir sowieso hier alles untersuchen. Enden wir jetzt nochmal zur Mitte, dann werde ich nochmal speichern. Ich habe das Gefühl, alles, was ich heute mache, ist speichern. Das sieht auf der Minimap so komisch aus, hier dieser schwarze Punkt. In Form des Brunnens. Jemand bedroht die Wildnis. So, nach vorne. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. So sei es. Hier ist nichts drin. Ah, ein Bogenschütze. Nun gut, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber... Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. Immerhin war irgendwas dahinter. So sei es. So. Oh. Wie die Göttin wünscht. Enduliressa. Anudora. In Position. Absolut. Ashrasoraman. Das ist eine ganz geile Position für uns, weil wir nur von so ein paar Einheiten angegriffen werden konnten. Jemand bedroht die Wildnis. So sei es. Unverzüglich. Oh, hier hatten sie dann nicht mehr so viel Lust, was zu designen. Scheinbar haben sie auch erst den unteren Teil gemacht. Heilschutzzauber. Wie die Göttin wünscht. Das Inventar ist voll. Ja gut, so Heilschutzzauber ist auch ein bisschen überbewertet. So sei es. Hier geht's ja nirgendwo durch, ne? Nee. Bei Elun. So sei es. Bei Elun. So. Unverzüglich. Das Tor wurde geöffnet. Das heißt, wir gehen in die Mitte. Brauchen wir diesen beschwört einen Heilschutzzauber herbei? Ja, komm. Die Göttin ruft. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Ashrasoraman. Es da liegen zu lassen, ist halt ein bisschen schade. Bei Elun. Aber lieber das. Stack das. Unverzüglich. Sieht nicht so aus, als würde das stacken. Warten wir, bis das erste Totem gefallen ist. Ich weiß nicht, ob uns das komplett heilt. Wir müssen es eh alle verbrauchen, weil wir die Frostkugel wieder aufheben wollen. Bei Elun. Wie die Göttin wünscht. So. Ich habe dafür jemand bedroht die Wildnis. Gut. Ashrasoraman. Oh, hier sind auch noch Sachen. Bei Elun. So sei es. Also das ist immer so ein Zwiespalt. Einerseits möchte ich neue Sachen finden, andererseits wüsste ich sowieso nicht, wo ich mit den Sachen hin soll. Von daher bin ich auch manchmal ganz froh, keine zu finden. Ist immer so ein bisschen schwierig. Wir können ja mal gucken, ob die Musik wieder funktioniert. Weil ganz ohne Musik ist ein bisschen schade. Sie ist immer noch saulaut. Okay. Dann ohne Musik weiter. So, und dann sprechen wir nochmal kurz. So, aber der Ton sollte weiterhin übertragen werden, nur halt ohne Musik. Ashrasoraman. So. So sei es. Unverzüglich. Bei Elun. Unverzüglich. Wir haben uns gedacht, wir bauen hier mal so einen Raum hin, wo einfach nichts drin ist, um alle Spieler abzulenken. So sei das habe ich in dieser Mission schon häufiger das Gefühl. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. So sei es. Was ist denn jetzt hier? Wollen wir die gar nicht angreifen? Im Namen von Cenarius. Das habe ich mir doch gedacht, dass wir das wollen. Für Kalendor. Bei Elun. Wie die Göttin wünscht.
Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Zack. Die Göttin ruft. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Aber hierhin haben magische Gleben bekommen. Ja, wir springen jetzt mehr. Ah, das ist doch schön. Bei Elu. Das ist doch schön. So sei es. Das hat sich doch gelohnt. Wie die Göttin wünscht. So. Hier ist nichts. Wie die Göttin echt wünscht. Sehr viel von Diablo. Tod den Eindringlingen. Gut, dass unser Angriff jetzt zwischen mehreren Zielen hin und her fliegt. Wir nur ein Ziel haben, aber... Naja. 5, 24. So sei es. Da liegt was. Ring der Regeneration. Brauchen wir. So sei es. Ja, ihr könnt doch mal eben alle Viecher töten. Wie die Göttin wünscht. Ach, der gut da hinten. So, den brauchen wir. Für was ist jetzt so ein bisschen die Frage? Beweglichkeit. Was? Wie seid ihr denn da reingekommen? So war das nicht gedacht. Ihr solltet ihr aus schöner Distanz töten. Ohne Gefahr zu laufen, irgendwie selbst getötet zu werden. So. Oh, aber Mana-Regeneration ist halt auch geil. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Mana. Ich hoffe, ihr steinigt mich jetzt nicht. Aber ich will lieber den Ring der Regeneration. Ihr seid am Zug. Jemand bedroht die Wildnis. Erhöht die Beweglichkeit brauchen wir. Also alles, was Beweglichkeit erhöht, will ich nicht ändern. Angriffstempo finde ich auch geil. Frostkugel. Fügt den Angriffen eines Helden einen zusätzlichen Kälteschaden von 6 hinzu. Das ist halt nicht so wenig bei... 29 bis 37 ist das schon was, was man ganz gut mal mitnehmen kann. Deshalb lassen wir den auch. Dann lasse ich jetzt hier den Mana-Stein liegen. Weil es für mich das Wertloseste ist. Ich betone das nochmal extrem stark für mich. Wenn ihr das anders seht, tut mir das leid. Lässt sich aber dann jetzt nicht mehr ändern. Ich habe mich jetzt so entschieden. So. Guck mal, ihr könnt doch euch anschließen. Leider sind das ein bisschen viele für eine Hotkey-Gruppe. Wie die Göttin auf euer Zeichen. Unverzüglich. So, Hallo. Wie die Göttin ich muss niesen. Oh, nicht gut. So sei es. Ja, wenn jetzt mal jemand stirbt, finde ich das gar nicht so schlecht. Deshalb merke ich gerade mal nicht. Wie die Göttin wünscht. Ich warte auf euch. Folge der Stimme von Elun. So, ihr müsst trotzdem auf 2 bleiben. Jemand bedroht die Wildnis. Und da ist ein Portal. Unverzüglich. Ich warte auf euch. Ashresso Raman. Ihr seid am Zug. Jemand nicht wieder direkt zurückporten. Auf euer Zeichen. Ich folge der Stimme so, von speichern. Diese Mission ist ganz schön lange, hätte ich nicht gedacht. Wie die Göttin wünscht. Ein Runden der Gesundheit, das ist doch schön. Ihr seid am Zug. So, bei 2 ist es relativ egal, die sind noch voll, aber 1 kann sich ein bisschen voll heilen. So, da kann ich gleich mal den Speicherstand überschreiben, während sich hier alle um den Brunnen drängen. Muss eigentlich nur du und du euch regenerieren. Du bist voll. Auf Wachtposten. Und du bist... Also 2 darf auch gerne hier hinlaufen wenigstens. 1 ist auch voll. So sei es. Also fast. Passt bei schon. Elun. Überschreiben wir das hier nochmal. Jetzt gehen wir erst einmal dorthin, bevor wir nach unten gehen, oder? Der Stimme von Elun. Sieht's eher hier? Ne, hier sieht's eher nach Finale aus. Dann gehen wir erst nach unten. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Oh, erst hier angreifen. Goblin Landminen. So sei es. Will ich Goblin-Landminen haben? Die verbrauchen wieder so viele Inventarslots. Ashresso Raman. Unverzüglich. Ich bin ja schon ein Goblin zu werden, jetzt haben. Die Liste immer so lange. Ich werde sie zu gebrauchen müssen. Das Inventar ist voll. Ja, wirst du das tatsächlich? Das ist jetzt so ein bisschen so die Frage. Wie die Göttin guck mir das mal einmal an. Können wir diesen stacken? Das Inventar nein. Ist voll. Also es klingt halt schon nicht so schlecht, ne? Aber...
So sei es. Ich weiß nicht für was. Warum hat man so wenig Inventarplätze? Für den Multiplayer verstehe ich das ja, aber für den Singleplayer? Ich nehme sie jetzt mal nicht mit. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich sie... Ich werde sie bestimmt gebrauchen, aber... ich weiß es nicht. Unverzüglich. So, hier sind scheinbar Wächterpatrouillen. Wir bleiben einfach mal hier stehen und räumen die nacheinander ab. Im Namen von Cenarius. Enduliressa. Ihr seid am Zug. Ich folge der Stimme von Elun. Anudora. So, noch jemand da? Die Göttin wünscht. Ich warte auf euch. Unverzüglich. Zeigt den Weg. Ashresoraman. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Ihr seid am Zug. Was haben wir hier denn eigentlich? Wie kommen wir hier hin? Überall war ich nur da nicht? Hier auch. Wie kommen wir denn da hin? Naja. Kein Wort. Wir müssen jetzt damit leben, dass wir nicht da hingekommen sind. Fertig. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal hinzuhören. Zumal ich auch nicht weiß, wie. Kein Wort mehr. So. Wenigstens beide Flügel einmal uns betrachtet. Jetzt gucken wir mal, ob hier oben was Böses steht. Das ist der Fall. Feuer. Ich folge der Stimme von Elun. Für Kalendor. Macht schnell. Fang. Ashresoraman. Ihr seid am Zug. Die Göttin ruft. Nochmal kurz speichern in E526. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. Auf euer Zeichen. Oh. Warum wird das alles so schnell weggelesen? Okay, das müssen wir mal eben einmal hier mitlesen, ja? Halt, Priesterin, dieser Ort ist verboten, selbst für euresgleichen. Es gibt etwas unvorstellbar Böses hier, das unter der Erde angekettet bleiben muss. Illidan wurde einst als großer Held betrachtet. Ich glaube, er kann wieder einer werden. Wahnsinn! Ihr unterschreibt unser aller Todesurteil, wenn ihr den Verräter befreit. Hauptquest aktualisiert, Illidan befreit, die Wächter besiegen, Tyrant Whisperwind muss überleben. Jemand bedroht die Wildnis. Ich warte auf euch. Moment. Die Göttin ruft. Im Namen von Cenarius. Ihr seid am Zug. Wir schalten mal erst den aus, bevor der immer weitere Viecher ruft. Schön und gut. Jetzt machen wir einfach mal einen normalen Attack Move. Ich folge der Stimme von Elun. Ich warte auf euch. Die Göttin ruft. Ja, ich nehme den aus. Wir verlieren jetzt hier einiges, ist klar, aber es dürfte jetzt auch vermutlich das Finale dieser Mission sein. Ich folge der Stimme von Elun. So, und jetzt können wir Illidan befreien. Oder wir rennen um sein Gefängnis rum. Oh, schade. Illidan, seid ihr das? Och Mann, warum ist das so? Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Euer Volk ist wieder auf euch angewiesen. Warum habe ich so viele Soundbugs neuerdings? Das ist sehr schade. Dann lass uns rasch zurück auf die Verdammnis, die man breitet sich mit jeder vertanen Sekunde aus. Furion, Illidan, bla 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 bla. Ach, warum? Gut, ich werde das vielleicht nochmal nachträglich vorlesen, wenn ich das hinkriege. Wir können auch nochmal den Test machen. Weil ich das ein bisschen schade gerade beim Ende finde. Deshalb mache ich nochmal ganz kurz einen Cut. So, jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht geht's jetzt. Illidan? Ja! Seid ihr das? Tyrande, es ist eure Stimme. Nach den Äonen in der Dunkelheit ist eure Stimme wie ein helles Licht, das auf mein Denken fällt. Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Euer Volk ist wieder auf euch angewiesen.
Weil ich euch einst liebte, Tyrande, werde ich die Dämonen jagen. Aber unserem Volk schulde ich gar nichts. Dann lasst uns rasch zurück zur Oberfläche gehen. Die Verderbnis der Dämonen breitet sich mit jeder vertanen Sekunde weiter aus. Furion! Es ist eine Ewigkeit her, Bruder. Eine Ewigkeit in der Finsternis. Illidan! Du musstest die Strafe für deine Sünden verbüßen, mehr nicht. Und wer warst du, mich zu richten? Wie du weißt, haben wir Seite an Seite gegen die Dämonen gekämpft. Schluss jetzt, alle beide! Was geschehen ist, ist geschehen. Liebster, mit Illidans Hilfe werden wir die Dämonen wieder zurückschlagen und retten, was von unserem geliebten Land übrig ist. Habt ihr auch nur einen Gedanken an den Preis verschwendet, Tyrande? Die Hilfe dieses Verräters könnte unser aller Untergang sein. Damit will ich nichts zu tun haben. So, jetzt hat es ja funktioniert, glücklicherweise. Lag offensichtlich daran, dass ich das Spiel einfach neu gestartet habe. Also irgendwie scheint der Sound manchmal rumzubuggen. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass irgendwie das Spiel mit der Prozessorgeschwindigkeit nicht so ganz nachkommt, denn das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Möglicherweise liegt es daran. Bei Warcraft 3 Reforged wird es vermutlich anders sein, aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Folge angelangt. Mensch, was war das eine Überleitung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts seht ihr das Folge klicken und rechts ein Aspekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.